So, willkommen zu einem weiteren Rhino-Tutorial. Heute beschäftigen wir uns mit den booleschen Funktionen und mit Volumenkörpern. Genau, dafür bauen wir einen kleinen Spielstein, einen, den man eben auf sich selbst drauf stecken kann mit den berühmten Noppen. Ja, aber dafür klären wir jetzt erst einmal, was ist ein oder was bedeutet Volumenkörper in Rhino? Und zwar gehen wir dann mal hier kurz an die Seite. Unter diesem Reiter hier finden wir die primitiven, die einfachen Grundkörper. Genau, also eben Quader, Zylinder, Kugel, Ellipsoid und so weiter. Ich würde mal beispielhaft jetzt hier zum Beispiel die Kugel einzeichnen. Oder auch einen Zylinder oder eben den Quader. Ja, das sind eben Volumenkörper. Und Volumenkörper bedeutet, wenn wir mal das Beispiel des Quaders nehmen, im Prinzip nicht, dass die gefüllt sind. Also in Rhino gibt es eben keine Füllung von Körpern, sondern dass sie eben ein Verband aus Flächen sind, der so angeordnet ist, dass sich ein Innenraum und ein Außenraum abbilden. Also es gibt keine Verbindung zum Innenraum. Der Innenraum wird so von den Flächen eben umschlossen, dass er abgegrenzt ist. Das kann man zum Beispiel auch ganz gut deutlich machen, indem ich jetzt zum Beispiel mal den Quader auswähle und einfach mal oben in die Befehlsleiste Volumen eingebe. Und dann kann ich mir zum Beispiel das Volumen des Körpers ausrechnen lassen. 69, 6930 Kubikmillimeter. Das Ganze wird vielleicht auch noch ein bisschen deutlicher, wenn ich jetzt den mal zerlege. Also ich kann meine Grundkörper, die ich eben in meinem Menü finde, auch meistens zerlegen. Und dann passiert Folgendes: Ich habe einfach Flächen, die meinen Volumenkörper ausmachen. Eben sechs Stück Rechtecke, die genau aufeinander passen. Ich kann das ja mal abheben und mal reinschauen. Genau, ist nichts drin, sozusagen, ist leer. Und ein Volumenkörper oder ein Solid sozusagen wird es eben dadurch, dass die Flächen genau aufeinander passen und somit ein definiertes Volumen zu meinem Außenvolumen darstellen. Also es hat keine Öffnung. Ab dann ist es eben ein Solid und ab dann kann ich ihn auch mit meinen boolschen Funktionen bearbeiten, das wir jetzt eben gleich sehen werden. Genau. Ein kleiner Hinweis noch. Rhino ist nicht dafür gedacht, dass man Dinge mit diesen Volumenkörpern aneinander baut und sich sozusagen dem annähert. Also ich habe das auch schon manchmal bei Leuten gesehen, dass sie dann eben anfangen, die Volumenkörper versuchen, bausteinartig oder baukastenartig aneinander zu setzen. Und dann irgendwie versuchen, die zu überblenden oder irgendwie weich zu zeichnen. Es gibt 3D-Programme, die funktionieren nach diesem Prinzip, aber eben Rhino nicht. Diese Programme sind dann mit einer ganz anderen Grundlogik aufgebaut. Meistens eben Meshes und kein Surface Modeler, so wie Rhino. Genau, also das war eine kurze Erläuterung zum Thema Volumenkörper, die wir eben benötigen, um sie mit den booleschen Funktionen zu bearbeiten. Also entweder ich habe eben die primitiven Volumenkörper hier oder sobald ich etwas, wie wir das beim Löffel gemacht haben, aufdicke und einen Rand drumherum mache, der genau abschließt, habe ich auch einen Volumenkörper, weil ab dann ist das Volumen eben nach innen definiert. Also ich kann mir händisch auch Volumenkörper erzeugen natürlich. Genau. Aber dann jetzt zurück zu unserem Baustein, den wir konstruieren wollen.
Wir haben wieder die kleinen Objekte Millimeter offen. Und zwar fange ich dann doch mal mit einem der Grundkörper an. Ich mache mir einfach so einen zweireihigen Stein mit drei Noppen, also eben sechs Stück insgesamt. Deswegen mache ich mir erstmal einen Grundkörper, eben den Quader. So, und jetzt klicke ich hier in den Ursprung mit meinem Quader. Und jetzt ja, gehe ich eben, kann ich mal die Maße eingeben, die ich haben möchte. Also ich möchte, dass er 20 breit ist, also 2 Zentimeter. Gebe ich eben oben 20 ein. Und jetzt ist er hier schon auf in diese Richtung schon auf 20 Millimeter definiert und nach oben hin eben, also 2 Reihen, 20 und nach oben 3, also insgesamt 3 Paare. 30 gebe ich auch 30 ein. Und jetzt fehlt mir nur noch die Höhe. Also um die Höhe zu definieren, muss ich jetzt aus der Draufsicht rausgehen, in entweder Front- oder eben Seitenansicht. Und ja, was wäre eine angemessene Höhe? Ich mache mal 25. Also 2,5 Zentimeter. Nein, Quatsch. Ich mache ihn 15. Jetzt ist er ganz schön hoch geworden. Aber das ist nicht schlimm, weil ich kann es nämlich gleich noch eine weitere Funktion zeigen. Und zwar, wie kriege ich das jetzt wieder genau auf 15 runter? Und zwar mit dem 1D-Skalieren. Also die Skalieren-Tools außerhalb vom Gumball. Mit dem Gumball kann ich eben jetzt nur vom Zentrum raus händisch skalieren. Ich möchte aber jetzt exakt skalieren und deswegen habe ich hier die Skalieren-Tools. Es gibt einmal das 3D-Skalieren, das skaliert sozusagen in allen Ansichten, wie es würde man in der Perspektive alles skalieren. Dann gibt es das 2D-Skalieren, das könnte ich jetzt in der Draufsicht verwenden, aber wenn ich eben nur eine Dimension, nur die Höhe stauchen möchte, nehme ich das 1D-Skalieren. Und zwar gehe ich, wenn ich das ausgewählt habe und mein Volumenkörper, also mein Quader auch schon ausgewählt, sagt er mir, dass ich einen Basispunkt auswählen soll. Der ist, kann ich jetzt entweder hier oder hier wählen oder auch in der Mitte. Das ist relativ gleich. Und jetzt muss ich meinen Referenzpunkt wählen. Also welche Länge möchte ich wie lang skalieren? Und das ist meine Referenzlänge. Und die möchte ich, dass die 15 ist. Deswegen gebe ich eben oben 15 ein. Klick Enter und jetzt habe ich die 25, die ich eben als Referenz angegeben habe mit meiner Linie, auf meine 15 zurückskaliert. So, habe ich meine Grundform von meinem Baustein eben schon erstellt. Dann kümmern wir uns als nächstes um die Noppen. Dafür brauchen wir zuerst Kreise. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch wieder die Zylinder hier im Grundkörpermenü verwenden. Ich würde mal das mit den Kreisen machen. Tatsächlich verwende ich die Grundkörper eben doch relativ selten, weil sie auch im Design schnell dazu verleiten, dass man ein bisschen faul wird und ja, dass man im Nachhinein doch sieht, was für Befehle man verwendet hat. Und das ist immer eher ein schlechtes Omen. Dann sieht es doch nicht ganz so produktig aus, was man am Ende rausbekommt. Also versucht lieber über die Kurven zu gehen und komplexere Formen, eigenere Formen aufzubauen und die Grundkörper eben nicht so oft verwenden vielleicht. So, genau, unsere Noppen, die müssten jetzt eben hier jeweils innerhalb dieser Quadrate sein. Da nehme ich mir die Mitte des Quadrats, also das ist ja bei 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Da ist meine erste Mitte, klicke ich jetzt einmal. Und jetzt kann ich mir entweder wieder mit dem Rasterfang einfach meinen Kreis definieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein ganz ausgefallenes Maß haben möchte, zum Beispiel eben hier jetzt als Durchmesser eben, hier habe ich 2, 4, 6. Ich möchte jetzt 7 als Durchmesser, also eine ungerade Zahl. Dann kann ich die auch wieder einfach oben eingeben.
Und jetzt sehe ich schon, springt mein Kreis schon auf die, auf das halbe, hier auf das halbe Grundlinienraster. Also genau, bei einem Durchmesser von 7 ist ja der Radius 3,5. Also ich gehe von der Mitte 3,5 in beide Richtungen und habe dann eben einen Durchmesser von 7. So, die Noppe müssen wir uns jetzt, oder diesen Kreis müssen wir uns jetzt eben kopieren. Ich mache das mit Steuerung C, Steuerung V. Und da der Mittelpunkt immer noch im Rasterfang, also im Grundlinienraster liegt, kann ich den einfach jetzt mit dem Gumball verschieben noch. Kopiere mir jetzt die beiden Kreise, das geht ein bisschen schneller. Ziehe mir die hier runter. Füge sie mir nochmal ein, ziehe sie mir nochmal runter. So. Das ist die Grundlage des Ganzen. Jetzt wähle ich die Kreise alle aus, indem ich einfach drüber ziehe oder Shift gedrückt halte. Und jetzt sehe ich in der Frontansicht, dass die da unten jetzt sind. Die will ich natürlich, dass die hier oben liegen. Und deswegen verschiebe ich die jetzt auch wieder mit dem Gumball an die richtige Stelle, sodass sie hier exakt auf der Oberseite liegen. So, und dann können wir aus denen eben auch ganz einfach Zylinder machen, indem wir die extrudieren. So, bei dem Flächengenerierungstool hier im Untermenü finden wir eben das gerade Extrudieren. Das reicht uns aus, wir brauchen die anderen jetzt erstmal nicht. Und hier ist es jetzt wichtig, also funktioniert eigentlich ganz einfach. Ich kann es eben so rausziehen oder eben wieder eine Zahl eingeben, so hoch wie ich meine Noppen eben haben möchte. Wichtig ist jetzt hier, dass wir oben mal in das die Befehlszeile reingehen. Und hier stellen wir ein Volumenkörper ja. Das ist ganz wichtig, weil er uns dann nämlich gleich automatisch runde Deckel oben drauf macht. Ansonsten haben wir nur wie so eine Art Rohrsegmente und keine Zylinder, keine richtigen. Und aber für unsere boolesche Operation gleich brauchen wir eben geschlossene Körper, also Volumenkörper. So, Volumenkörper ja. Eingabe löschen kann man auch auf ja setzen, dann werden eben die Kreise gleich gelöscht. Beide Seiten nein, das ist natürlich klar. Also wir wollen ja nur nach oben gehen. Und das ist eigentlich alles Wichtige, was wir definieren müssen. So, ich mache die jetzt mal 1, 2, 3 mm hoch. Könnte ich jetzt eben wieder auch oben eingeben. Wenn ich eine 3 eingebe, passiert genau das gleiche, wie wenn ich die einfach auf 3 mm setze. So, sehen wir hier, dass wir jetzt schon die Deckflächen eben drauf haben. Aber sie sind jetzt eben nicht verbunden damit. Und das Besondere ist jetzt eben, ich habe jetzt zwei oder eine Ansammlung von Volumenkörpern, die im Prinzip doppelt hier eine doppelte Wand haben. Also die Zylinder haben nach unten hin eine Wand, sind nach unten geschlossen. Und die Wand liegt genau auf der Wand meines oder auf der Außenfläche meines Quaders. Das bedeutet in diesem Fall, versagt der Verbindenbefehl. Also, wie wir das sonst immer gemacht haben mit Verbinden, das geht hier nicht. Ich kann das sogar gar nicht auswählen so richtig, weil Verbinden immer nur für nicht geschlossene Volumen geht. Also, Verbinden geht für einzelne Flächen, die genau an Kante liegen. Sozusagen ist es wie, als würde man das zusammenschweißen, aber Verbinden ist eben nicht zusammenkleben. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen die Noppen auf das auf unseren Zylinder drauf kleben. Und da kommen eben die boolschen Funktionen zum Einsatz. Die finden wir hier neben dem Primär- oder Grundkörpermenü. Das sind diese vier hier oben. Also boolsche Vereinigung, boolsche Differenz, boolsche Schnitt und boolsche Teilung. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend, was die tun. Also klar, boolsche Vereinigung vereinigt eben meine Volumenkörper zu einem. Das machen wir jetzt auch gleich. Ich kann auch Volumenkörper von einem anderen abziehen. Ich kann mir eine Schnittmenge rausgeben lassen, also was die beiden boolschen
Körper oder die beiden Volumenkörper gemeinsam haben, was sie teilen eben. Und ich kann sie auch miteinander verschneiden. So, wählen wir uns mal die boolesche Vereinigung aus. Und jetzt können wir einfach alles, was wir hier haben, auswählen. Drücken einmal Enter und sehen schon, jetzt hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Wir haben jetzt keinen Grundkörper mehr, also jetzt haben wir diese Kreuze hier drin. Und ja, als Beweis könnten wir jetzt mal auf Zerlegen gehen. Und ich lösche jetzt mal die unterste Fläche und jetzt sehen wir hier von innen, da sind es jetzt geschlossene, also es ist zu einem Volumen geworden. Das setzt sozusagen hier an. Hier ist keine Fläche mehr, sondern es ist eben eins. Das mache ich zweimal rückgängig, um das Löschen und das Zerlegen rückgängig zu machen. Genau, und auch hier könnte ich mir jetzt zum Beispiel wieder das Volumen ausgeben lassen. Volumen ist jetzt eben 9692, ganz viel Kubikmillimeter. So, jetzt brauchen wir noch die Unterseite unseres Bausteins. Und genau, da ist ja immer dieser charakteristische Zylinder auch, der eben genau hier oben in die Kreuzungsstelle passt. Und den wollen wir uns jetzt auch konstruieren. Und im Prinzip sind sie ja fast hohl, diese Steine. Dafür gehen wir wieder in die Draufsicht. Nehmen wir wieder einen Kreis. Ich gehe jetzt hier eben in die Mitte rein. Und jetzt schaue ich hier, muss ich. Ja, ist gar nicht so einfach tatsächlich. Hier muss ich jetzt mit dem versuchen, mit dem Objektfang zu arbeiten. Und zwar braucht ihr den Objektfang Load, den müsst ihr einstellen, also Objektfang einstellen. Und ihr müsst auf Projektion gehen. Warum Projektion? Projektion verhindert, dass ich in den Ebenen hin und her springe. Das erläutere ich mal nochmal ganz kurz. Also ich mache mal Projektion jetzt aus. Und was jetzt passiert, ich sehe das in der Perspektive sehr schön. Er geht zwar aufs Lot, aber er geht wirklich da hoch. Man sieht das eben da in der Perspektive, dass jetzt eben der Kreis nicht mehr flach ist, sondern er geht wirklich da hoch, wo das Lot tatsächlich ist. Das ist da oben, ganz oben auf meinem Nupsi da oben drauf. Und wir wollen zwar das Lot, aber wir wollen, dass er trotzdem im Flachen unten bleibt. Und da müssen wir eben die Projektion einschalten. Wenn ich jetzt die Projektion einschalte und aufs Lot gehe, dann sehe ich da in der Frontansicht, dass sich so eine weiße Linie bildet. Das bedeutet einfach, er nimmt das Lot und projiziert es immer auf die flache Ebene unten. Das ist übrigens ein weiterer Grund, warum es sinnvoll ist, in Rhino mit den Grundebenen zu arbeiten. Weil die Projektion doch bei komplexeren Geometrien dann auch wichtiger wird. Dazu kommen wir, denke ich mal, in den nächsten Tutorials auch nochmal ein bisschen drauf zu sprechen. Und wenn mein Objekt eben gleich in der Grundebene angelegt ist, dann ist die Projektion auch gleich da. Dann muss ich das nicht noch extra verschieben. Also die Projektion geht eben immer auf die jeweilige Grundebene, auf die man drauf schaut. Also bei der Draufsicht schaue ich eben auf die Grundebene, wo mein Stein jetzt auch gerade steht. Jetzt habe ich eben einen Kreis, der genau zwischen die Nupsis hier passt. Und der hält dann sozusagen das ganze Bausteinsystem zusammen. Kopiere ich mir wieder. Den brauche ich ja auch hier unten. So, jetzt passt der gleich auch ganz gut dazwischen. Sieht sehr gut aus. Und dann schiebe ich mir das mal zur Seite hier, weil ich konstruiere mir jetzt auch einen Volumenkörper, aber im Prinzip das Negativ, das, was ich eben aushöhlen möchte aus meinem Legostein. Und dafür mache ich mir eben erstmal eine Linienzeichnung. Ich zeichne jetzt mal mit einem Rechteck hier meinen Legostein nochmal als Umriss. So, ich habe jetzt meine
Zylinder hier, die ich eben auch aushöhle. Also ich könnte jetzt im Prinzip schon den Teil hier einfach aushöhlen, aber meistens hat man ja noch so Verstärkungsrippen, dass diese Zylinder hier nicht so leicht rausbrechen und dass der Stein an sich ein bisschen stabiler ist, und die zeichnen wir uns auch rein. Dafür gehen wir jetzt. Und der einfachste Weg, das zu tun, ist, dass wir das einfach als Linien erstmal so drüber zeichnen. Kann ruhig überlappen, das ist jetzt nicht schlimm, weil wir das nämlich gleich mit einem weiteren boolschen Befehl ganz easy bereinigen können. So oder so ähnlich sieht es dann eben aus. Das werden meine Rippen. Und genau, jetzt brauche ich noch eine gewisse Aufdickung. Und die erreiche ich in den Linien einfach, indem ich hier im Untermenü von meiner Verrundung gibt es die Parallelkurve. Funktioniert fast genauso wie Parallelfläche, bloß eben mit Kurven. Wähle ich mir aus und sage dem hier Kurve zum Versetzen auswählen. Nehme ich diese hier. Und hier ist es wieder wichtig, dass ich in meinem Menü oben schaue, was ich alles einstellen kann. Also natürlich den Abstand. Eins ist jetzt ein bisschen viel, weil ich nämlich auch hier auf beide Seiten klicke. Und so kriege ich links und rechts neben meiner Kurve eben eine Parallelkurve. Und dann ist mein Steg selbst immer noch in der Mitte, weil er nach links und rechts gleichmäßig das Ganze versetzt. Dann mache ich mal den Abstand auf 0,4. Übrigens, Rhino funktioniert so, dass ihr Kommastellen mit Punkt angebt. Das ist ganz wichtig, weil wenn ihr nämlich Komma eingebt, dann ist das Komma immer die Abgrenzung von Koordinaten. Also 0,4 wäre der Punkt 040. Und die Kommastelle eben immer mit Punkt angeben. Das muss man sich ein bisschen dran gewöhnen am Anfang, und das muss man sich merken. So, das sieht schon ganz gut aus. Abstand 0,4. Beide Seiten sind eingeschalten und dann kann ich einmal klicken. So, mache ich das Ganze nochmal. Also ich gehe wieder zu meiner Parallelkurve, wähle diesmal diese aus. Wieder beide Seiten. 0,4 ist jetzt schon voreingestellt, weil ich das ja gerade schon benutzt hatte. Und dann nochmal. Wieder auf beide Seiten. Und jetzt ein weiteres Mal für meinen Kreis hier. Hier darf ich jetzt nicht auf beide Seiten gehen, denn ich darf ja nicht nach außen aufdicken, sonst passt der Lego-Stein ja nicht mehr drauf, der Stein nicht mehr drauf. Deswegen kann ich eben nur nach innen gehen, aber dann mache ich jetzt eben nicht 0,4, sondern eben das Doppelte, damit es eben gleichwandig ist alles. Gebe ich 0,8 ein. Und das gleiche nochmal bei diesem. So, und jetzt brauche ich noch einen Versatz von meinem Legostein selbst nach innen. Ansonsten hat er ja keine Wandung. Also der muss ja auch noch, die Außenkontur muss ja auch noch ein bisschen nach innen versetzt werden. Und genau. Hier mache ich jetzt mal einen Abstand von 1. So, jetzt habe ich mir das schon weitestgehend alles zurecht konstruiert. Und jetzt gibt es ein wirklich, wie ich finde, echt hilfreiches Tool. Und zwar finden wir das eben auch hier bei dem Kurvenbearbeitungswerkzeugen. Und zwar ist das die boolsche Kurve hier. Die ist ziemlich hilfreich bei sowas, was wir jetzt hier gemacht haben, weil eigentlich müssten wir jetzt anfangen und alles versuchen wegzulöschen, wegzutrimmen. Wir müssten hier die Sachen raustrimmen, dann müssen wir die da rauslöschen, dann müssen wir da an den Stellen auch überall trimmen. Aber mit der boolschen Kurve können wir jetzt einfach hier alles einmal auswählen. Klicken wir Enter. Und die boolsche Kurve funktioniert so, dass ich jetzt einfach Ebenen oder Objekt oder Zonen anklicken möchte, die ich behalten möchte. Und den Rest macht es mir dann einfach, löscht es mir einfach. Also Eingabe löschen machen wir mal auf alles.
weil das brauchen wir dann nicht mehr, weil es ja wollen ja bloß Hilfslinien. Region kombinieren müssen wir eben auf Jahr stehen. Ausgabe ist auf Kurven. Und jetzt kann ich, das brauche ich, das brauche ich, das, das und das. Und hier innen diese Teile brauche ich auch. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich hier nicht reinklicken kann, weil der Rasterfang mich noch zwingt. Deswegen schalte ich ihn jetzt kurz aus. Und dann kann ich eben auch hier die alle anklicken. So. Und das gleiche mache ich hier unten auch nochmal. So, klicke ich alle an. Genau, das sieht man hier eben im, mit diesem schwarz umrandeten, überzeichneten, was alles stehen bleibt. Das wären meine, das sind eben meine Negativflächen, die ich gleich abziehen werde. Und alles, was jetzt hier gelb hinterlegt ist, wird jetzt gleich gelöscht, wenn ich Enter drücke. Das brauche ich ja auch nicht mehr. Drücke ich eben jetzt, wenn ich das so ausgewählt habe, Enter und habe mir das zurecht aufgeräumt. So, schieben wir das mal unter unseren... Oh nein, Fehler. Jetzt haben wir den Rasterfang vergessen wieder anzuschalten. Also ich Rasterfang wieder einschalten. Und jetzt schieben wir das unter unseren Lego, unter unseren Stein drunter, sodass das Ganze passt. Und ja, ihr könnt das ruhig ein bisschen hier drunter schieben, weil wir das ja eh gleich abziehen, also rauslöschen. Deswegen ist es egal, wie weit das drüber hinausragt. Ich mache es dann immer gerne ein bisschen, dass es ein bisschen sichtbar drüber rausragt, weil manchmal hat Rhino auch Probleme, wenn Sachen genau miteinander abschließen. Das ist toleranzbedingt und deswegen ist so eine Angewohnheit von mir, dass ich das ein bisschen weiter rausschiebe. Aber ansonsten machen wir jetzt nichts weiter, als dass wir das eben auch extrudieren. Schaut, wie das hier Volumenkörper auf Ja steht. Das ist eben wichtig. Ansonsten können wir es nicht abziehen, weil es sonst kein Volumen ist. Dann gehe ich hier jetzt so weit in den Legostein rein, dass er eben überall eine Wandung von 1 mm hat. Und jetzt habe ich meinen Abzugskörper, die in meinem anderen Objekt eben drin sind. Man kann sie jetzt einfach abziehen. Und zwar diesmal mit der boolschen Differenz. Und hier kann ich jetzt nicht alles auf einmal auswählen, denn ich muss jetzt hier differenzieren zwischen Körpern, von denen abgezogen wird, und Abzugskörper, also Körper, die ich abziehe. Das sagte mir auch, Flächen oder Flächenverbände auswählen, von denen abgezogen wird. Das ist mein Stein selbst. Wenn ich den ausgewählt habe, muss ich jetzt einmal Enter klicken. Und jetzt kann ich meine Abzugskörper auswählen, also meine Negative sozusagen. Und dann wähle ich die alle aus, klicke wieder Enter und im Nu habe ich meinen hohlen Stein erzeugt. So, den könnte man jetzt eben auch ja, 3D drucken und ausprobieren, ob das funktionieren würde mit dem Aufeinanderstecken. Weil es eben wieder ein Volumen ist. Könnte man sich jetzt auch wieder das Volumen ausgeben lassen. Volumen. Könnte man jetzt schauen, wie viel Material wir eingespart haben, dadurch, dass wir ihn einem ausgehöhlt haben. Es scheint eine ganze Menge zu sein hier. Genau, das war ein kleiner Einblick oder ein Einblick oder ein erster Einblick in die Volumenkörper und die boolschen Funktionen. Und ja, im Rhino funktioniert es eben wie eine, ist eben eine Mischung. Also man hat teilweise technische Objekte wie dieses, wo man mit den Grundkörpern teilweise gut klarkommt und viel mit den boolschen Funktionen abzieht. Aber das Erstellen von Flächen ist oder von Freiflächen ist eben auch ein Teil davon. Und in der Realität ist es meistens eine Mischung aus beiden. Also man muss beides beherrschen. So, das war es auch schon dann
Bis zum nächsten Mal.